Oh Mensch, das fängt an. Leute, kommt mal ran hier. Moin Moin zu einer neuen Sendung von Flensburg Aktuell. Heute haben wir folgende Themen für euch, und zwar waren wir beim Waldspiel Open Air und haben dort den Sänger von der Band Saltatio Mortis interviewt, und wir haben News aus Flensburg und wir waren im Planetarium in Glücksburg. Und wir beginnen auch gleich mit Waldspiel. Da haben wir nicht nur abgerockt, sondern wir waren mit dem offenen Kanal da und haben dort gefilmt, und wir hatten echt gutes Glück, dass wir den Sänger Alea interviewen durften. Vor euch stehen die Spielleute von Saltatio Mortis! Ja, erstmal, wie fandest du denn heute die Stimmung bei dem Wetter? Ne? War ja ganz schön stürmisch und kalt, aber konntet ihr dem Publikum trotzdem ordentlich einheizen? Ja, klar konnten wir dem Publikum einheizen. Ich meine, manchmal ist halt Klasse besser als Masse. Und was gibt euch den Anreiz dafür, hier auf diesen kleinen Festivals wie Waldspiel zu spielen? Also erstes Mal ist es ja so, dass eine Band wie Saltatio Mortis ja gebucht wird. Also das ist ja nicht so, wir entscheiden, oh, da spielen wir nicht. Sondern es ist schon so eine Sache, dass die Anfragen bei unserem Management eingehen und dann spielen wir dort auch. Warum denn auch nicht? Also ich meine, was halt hier wirklich, wirklich schön war, ist die ganze Crew vom Festival, die ganzen Leute hinter den Kulissen, die haben sich heute so ein Bein ausgerissen, dass das überhaupt stattgefunden hat. Und ich meine, wenn jemand Herzblut investiert und das eine Sache ist, die von Herzen kommt, dann machen wir da mit. Warum dann nicht? Das ist doch auch schön. Ich meine, es wäre doch jetzt schade gewesen, wenn trotz aller Mühe irgendwie doch Windstärke 7 gekommen wäre und das wäre zu Ende gewesen. Das wäre wirklich schade gewesen. Und ich hoffe, dass bei den Leuten, die sich die Mühe gegeben haben, das alles aufzustellen, irgendwie ein bisschen das Gefühl gegeben haben, dass es wert ist. Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Also ich finde schon, ihr habt ordentlich gerockt. Also ihr geht sehr viel auf die aktuelle Situation, auch beispielsweise in Deutschland ein. Und wie kommt ihr auf eure Texte? Also wer ist da maßgeblich der Autor sozusagen? Der maßgebliche Autor bei uns und Schreiber der Texte ist Lasterbalk, also unser Drummer. Ja, und wie kommt man auf diese Texte? Man macht die Augen auf in der Welt. Man macht einfach die Augen auf in dieser Welt, und das, was einen dann bewegt, das schafft er in Worte zu setzen, die wir dann schaffen, in Töne zu setzen. Und das ist eine Wahnsinnszusammenarbeit, gerade zwischen ihm und mir seit 15 Jahren. Und ja, er trifft meinen Nerv und er trifft den Nerv des Publikums, meiner Meinung nach. Also es sind einfach alles Dinge, die jeden was angehen. Engagiert ihr euch auch außerhalb eurer Bandaktivitäten politisch, wenn euch das so wichtig ist, das Thema? Also wir sind zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Sea Shepherd. Vielleicht kennt man das. Also einfach mal nachgucken. Sea Shepherd ist eine sehr großartige Organisation, meiner Meinung nach, weil sie gegen Walfang vorgeht. Gegen Walfang oder halt auch gegen zu radikalen Fischfang und so weiter. Ich finde es ganz wichtig, dass Leute aufstehen und für die Sache, die sie als wichtig erachten, zusammenhalten und vorwärts gehen. Man muss nicht immer gleich Kriege führen, aber wenn man zusammensteht, kann man extrem viel bewirken, ohne überhaupt, dass es zu größeren Ausstreiten kommt. Und das zeigt Sea Shepherd sehr gut. Also ihr habt ja eben schon gesagt, ihr spielt, glaube ich, seit 15 Jahren mittlerweile zusammen. Und ja, geht ihr euch auch manchmal jetzt so auf die Nerven, wenn ihr die ganze Zeit jetzt im Tourbus zusammengefercht seid? Oder also, kommt ihr auch immer noch privat super miteinander aus? Seid ihr gute Freunde auch? Also ohne Freundschaft geht es bei Saltatio nicht. Das ist einfach so. Und ja, ich meine, die Jungs sind meine Familie. Ich bin zwar verheiratet und alles, aber ich bin ja öfters unterwegs mit den Jungs, wie irgendwie die ich zu Hause bin. Und dann, man schreibt Songs zusammen, man verbringt viel Zeit zusammen. Man kennt jeden von diesen Jungs. Also gerade Lasterbalk und Falk kenne ich wahrscheinlich besser, als ich mich selbst kenne. Weil man von außen ist man ja immer einfacher, irgendwie Leute abzuchecken. Und bei ihnen ist es genauso. Also, und jetzt auch die anderen Jungs, die jetzt nach und nach dazugekommen sind. Wir sind echt eine Familie geworden und es ist gut so. Also ich habe kein Problem, mit diesen Jungs bis ans Ende der Welt zu fahren.
lasst ihr den Abend jetzt noch gemeinsam ausklingen. Also wahrscheinlich ist es so, dass die Jungs noch ordentlich einen trinken und ich irgendwie schlafen gehe. Das ist das Los des Sängers. Also es gibt ein paar Leute, die machen das nicht so. Die haben aber wahrscheinlich nicht vor, diesen Job ihr ganzes Leben zu machen. Ich habe das vor. Deswegen, also ich bin da ziemlich diszipliniert und es geht auch anders nicht. Weil ich meine, ich will die Energie, die heute auf der Bühne war, morgen auch wieder dort haben. Und nicht irgendwie das sagen, ich gehe jetzt feiern und morgen kriege ich die Augen nicht auf und kriege den Hintern nicht hoch. Das geht nicht. Ne? Das ist, ich denke, da hat man auch eine Verantwortung. Ja. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein heute. Hey Leute, trotz dass es nicht so viel waren, haben wir eine geile Party zusammen gemacht. Ich danke euch und wir danken euch. Boah, irgendwo war hier meine Kaffeetasse. Ich hole mir mal frischen Kaffee eben. Bleib wieder da. Wo will der denn jetzt schon wieder hin? Naja, sag ich jetzt endlich mal die News an. Jahrestreffen der dänischen Minderheit. Zum 90. Mal fand vom 23. bis 25. Mai in Flensburg das Jahrestreffen der dänischen Minderheit statt. Das sonntägliche Freilufttreffen begann mit einem Umzug mit musikalischer Begleitung durch die Stadt. Danach fand ein großes Familienfest mit Bühnenprogrammen auf dem DGF-Sportplatz statt, bei dem auch Landtagspräsident Klaus Schlie sprach. Auf dem Gelände gab es zahlreiche Aktionen für die Kinder, wie Stockbrotbacken bei den Pfadfindern und ein Mitmachzirkus. Neben einem abwechslungsreichen Musikprogramm auf der Bühne gab es auch eine Stomp-Demo von Schulkindern. Rumregatta eröffnet Traditionswochen. Vom 29. Mai bis 1. Juni fand die 35. Rumregatta statt. Sie eröffnet in diesem Jahr die Traditionswochen, die sich mit verschiedenen Veranstaltungen bis zur Kongle Classic Regatta Ende August hinziehen. Bei gutem Wind und trockenem Wetter starteten am Samstag über 100 Schiffe in 14 verschiedenen Klassen. An Land sorgte der Gaffelmarkt für Unterhaltung. Die weiteren Termine der Traditionswochen finden sich auf rumregatta.de. So zum Beispiel das am morgigen Samstag, den 21. Juni stattfindende Einlaufen des historischen Dampfschleppers Flensburg. Siegesfeier der Champions League-Gewinner. Am 2. Juni begrüßten rund 3000 Fans den Champions League-Gewinner SG Flensburg-Handewitt auf dem Südermarkt. Der Sieg über den THW Kiel am Vorabend in Köln brachte der Mannschaft erstmalig auch diesen Pokal. Der Bus traf wegen Staus mit rund einer Stunde Verspätung in Flensburg ein, was der Stimmung der wartenden Menge jedoch keinen Abbruch tat. Im Anschluss trugen sich die Spieler bei einem Empfang in Rathaus in das Goldene Buch der Stadt ein. Internationaler BMX-Wettbewerb Butcher Jam. Am Pfingstwochenende vom 6. bis 8. Juni fand im BMX- und Skatepark Schlachthof der Butcher Jam statt. Das Teilnehmerfeld mit weit über 100 Fahrerinnen und Fahrern war breit gestreut mit vom 4 Jahre jüngsten BMXer Flensburgs bis hin zu 30 Profis aus aller Welt. Zu den Disziplinen, in denen sie antraten, gehörten auch Highest Air oder Dirt Contest. In der Girls Class siegte Lokalmatadorin Lara Lessmann aus der Flensburger Nordstadt. Auch in der Beginner Class ging der erste Platz an einen Flensburger, Fritz Krause. Ah, lecker, lecker, frischer, heißer Kaffee. Boah, was ist das denn hier? Wo ist denn unser Sofa? Das steht noch auf der Erde, die haben uns auf den Mond geschossen. Also, das sah in Glücksburg im Planetarium ein bisschen eindrucksvoller aus. Und das zeigen wir euch jetzt. Abenteuer Weltraum hat vor ein bisschen mehr als 40 Jahren angefangen. Wisst ihr, wie der erste Mensch hieß, der überhaupt im Weltall war? Neil Armstrong war einer der letzten. Der erste. Juri Gagarin. Also Vera, das ist das Planetarium, das sieht von außen ganz schön klein aus. Ja, Timo, von außen. Aber mach dir mal keine Sorgen, da passt eine ganze Menge rein. Zum Beispiel? Ein ganzes Universum, wenn es sein muss. Oh, und das ist bestimmt die Sternwarte. Ja, sieht so aus. Kann man da durchgucken?
Na, nicht durch die Sternwarte, aber durch die Teleskope, die da drin stehen. Ist aber leider ganz schön bewölkt heute. Tja, das ist Pech. Aber dafür gibt's ja auch das Planetarium. Stimmt, die haben ja eine Full-Dome-Projektionsanlage. Was ist denn das? Das lassen wir uns, glaube ich, besser mal erklären. Also wir befinden uns hier jetzt auf der Oberfläche des Mars. Wir sind also sozusagen, wir stehen auf dem Mars. Wir sehen sehr hohe Berge, die sind höher als auf der Erde. Der Mars hat eine schwächere Anziehungskraft, ungefähr ein Drittel von dem, was die Erde hat. Und da können die Berge auch höher sein. Also was man bei diesen Simulationen auch sehen kann, ist, dass die Lichtschattenverhältnisse sich natürlich verändern. Ich fahre jetzt noch mal ein bisschen durch den Tag. Sieht, die Sonne wandert jetzt Richtung Westen. Jetzt geht die Sonne unter und man sieht jetzt gleich einen Sternenhimmel, wobei sich der zu dem Sternenhimmel, den man auf der Erde sieht, gar nicht unterscheidet. Ja, das wird natürlich für die Astronauten, die irgendwann, das ist nicht die Frage, ob der Mensch mal auf dem Mars stehen wird, das ist die Frage, wann. Das muss ein sehr bewegender Moment sein, wo man seinen Heimatplaneten als Punkt am Himmel sieht. Das ist das Schöne, dass wir das hier im Planetarium eben simulieren können. Die Kleinen sind ganz begeistert, wenn man ihnen das zeigt. Die Planetariumskuppel in Glücksburg hat 6 Meter Durchmesser, ist noch eine aus der alten Technik aus Gips gemacht. Und die größte Erneuerung in der letzten Zeit sind unsere Projektoren. Die beiden Projektoren haben also etwa $80.000 gekostet, sind eigentlich Kinoprojektoren und haben eine Auflösung, die reicht, um auf unserer Kuppel fast 4K abzubilden. Fernsehkunden wissen, was das bedeutet. Natürlich ist es nicht ganz so einfach, mit ein paar Projektoren eine Halbkugel auszuleuchten. Zu dem Zweck sind außer einem speziellen Objektiv, was wirklich für diese Zwecke optimiert ist, noch 2 Kameras in jedem Kasten eingebaut, die also die Kuppel aufnehmen und dann das Bild zum Computer schicken, zum Ausrechnen und zum Korrigieren für alle Ecken sind insgesamt 9 Laserkanonen hier drin, dass wir Punkte aus dem Dom aufnehmen können, um das Bild richtig einzustellen. Das ist eine sehr feinfühlige Arbeit und dauert manchmal ganz schön lange. Und durch diese neue Technik, die wir jetzt vor ein paar Wochen hier eingebaut haben, ist das ziemlich automatisiert und wirklich ein Vergnügen, gemessen an dem, was wir vorher dafür leisten mussten. Also um so ein Bild wiederzugeben, die Zeit ist noch nicht so reif, dass das mit einem kleinen Computer geht. Wir haben hier ein Rack mit 4 Computern stehen, wovon einer die ganze Anlage steuert und auf den beiden da unten sind die Daten, die die einzelnen Projektoren brauchen. Das Ganze wird von einem ziemlich komplizierten Netzwerk gesteuert und alles muss schon recht perfekt zusammenarbeiten, um synchron zu sein und ordentliche Bilder am Dom zu ergeben. So, die neuen Projektoren haben eine derartige Datenmenge, die man nicht mehr einfach über Drähte übertragen kann. Und zu dem Zweck haben wir hier zusätzliche Geräte einbauen müssen. Und über diese 8 Glasfaserkabel wird jeweils ein Projektor versorgt. Dasselbe Spielchen ist also für den anderen Projektor hier drüben nochmal zu sehen. Und hier sind die ganzen Leitungen, die zu den Verstärkern gehen, um für den Sound zu sorgen, der im ganzen Dom abgespielt wird. Ja, so ein Planetariumsystem will auch bedient sein. Und dazu haben wir diesen Tisch hier mit den beiden Monitoren drauf, auf dem wir das auswählen können, was wir gerade zeigen wollen. Zum Beispiel können wir die Shows hier oben abrufen, hier können wir in die Astronomie gehen, hier können wir eigene Shows zusammenbauen, hier Produktionen machen und hier Einstellungen im System vornehmen. Ist wie ein normales Windows-System, wo man in verschiedene Bereiche rein kann. Wer es dann ganz perfekt machen will, der baut sich auf dem zweiten Bildschirm ein sogenanntes Workpanel auf, ein Control-Panel. Und das ist natürlich ziemlich viel Arbeit, das muss man im Vorhinein in Ruhe am Schreibtisch machen. Und dann kann man durch Anklicken dieser einzelnen Felder einfach irgendwas aktivieren, was dann abläuft. Videos, die ablaufen, Bilder, die gezeigt werden, Bewegungen, die ablaufen. Dafür muss man dann allerdings wissen, was man tut, weil man sich praktisch eine Handlung dort aufschreibt. Da kann man nicht ganz so flexibel mit sein. Auch der alte Zeiss-Projektor, der hier vor 40 Jahren eingebaut wurde, wird noch benutzt. Er hat einige Macken mittlerweile. Wir arbeiten daran, ihn wieder richtig ans Laufen zu kriegen.
Wir fahren ihn mittlerweile raus, weil er natürlich die Showbilder stört. Aber wenn jemand genau Wert darauf legt, mit diesem Gerät den Himmel darzustellen, der sieht nämlich sehr gut aus, dann fahren wir ihn rein, schalten ihn ein und benutzen ihn. Dazu muss man sich natürlich mit dieser antiken Technik auskennen hier. Das können aber noch allerlei Leute, die bei uns im Team mitarbeiten. Und die haben ihre helle Freude daran, dass sie noch einen richtigen schönen analogen Sternhimmel haben, der richtig in dieser Kugel hier oben mit einer Lampe gemacht wird. Und hier außen, das sind lauter kleine Objektive, die ein Stück des Himmels nach oben übertragen. Und hier kann man den Winkel einstellen für die Jahreszeiten und für den Breitengrad, auf dem man sich gerade befindet. Das Ding ist also dafür, dass es 40 Jahre alt ist, ein wirklich perfektes Stück Technik. Und es macht immer wieder Freude, das in Betrieb zu nehmen. Dieses ist unser normales Teleskop. Das ist einfach ein 16 Zoll großes Schmidt-Cassegrain-Teleskop. Das ist so eine besondere Technologie und ist schon durchaus in der Lage, brauchbare Bilder von Himmelsobjekten zu liefern. Jupiter und dergleichen ist schon, also wer es dann einmal mit den eigenen Augen gesehen hat, wird das nicht wieder vergessen, wie so ein Planet aussieht und wenn man seine Monde von Glücksburg aus sehen kann. Der große Unterschied zu dem Teleskop nebenan ist der, dass in jedem normalen Spiegelteleskop eben irgendwelche Spiegel sind, die im Strahlengang sind. Und da jeder Körper, der in einem Teleskop sitzt, Wärme abstrahlt, kann man ein normales Teleskop nicht benutzen, um Infrarotstrahlung, Wärmestrahlung im Himmel zu sehen. Und da es jede Menge sehr interessanter Objekte am Himmel gibt, die nur in Wärmestrahlung abstrahlen, dafür ist der große Apparat daneben an. Der hat die Spiegel versetzt. Das heißt, der Lichtstrahl läuft vom Teleskop hinein, wird zweimal gegengespiegelt und nichts ist im Strahlengang. Und dann kann man Objekte sehen, die ganz wenig Energie abstrahlen, Wärme eben nur, die man so mit dem bloßen Auge praktisch gar nicht sehen kann. Und das ist unser großes Ziel, dieses Gerät daneben an betriebsklar zu machen. Wir arbeiten schon seit einer geraumen Zeit dran, es ist noch nicht ganz betriebsklar, aber wir sind vor den endgültigen Handgriffen, die dort noch nötig sind. Und dann werden wir Ihnen hoffentlich ein paar Aufnahmen zeigen können, die Sie noch nicht so gesehen haben. Weil das gibt das Auge nicht her. Infrarot können wir nicht sehen, aber das Infrarotteleskop bringt Dinge ans Tageslicht, die man so nicht kennt, die man erst interpretieren muss. Ja, manche Leute sind enttäuscht, wenn sie mal zu uns kommen und schauen hier durch. Die Bilder sind nicht so schön bunt, wie Sie die vom Fernsehen und aus den Büchern kennen. Ganz einfach, weil das Licht, was aus der riesigen Entfernung von Sternen und Planeten ankommt, auf dem Auge nur immer schwarz-weiß erscheint. Und da die Menschen mittlerweile kräftig verwöhnt sind durch wunderbar farbige Bilder, die Hubble von irgendwelchen fremden und weit entfernten Galaxien gemacht hat, sind sie vielleicht erst ein wenig enttäuscht. Aber dann muss man mal eine halbe Stunde länger gucken. Das Auge braucht ganz schön lange, um sich daran zu gewöhnen, dass die Bilder erstens klarer, zweitens heller werden. Farbe gibt es trotzdem nicht. Das Auge kann bei dieser geringen Intensität nicht wirklich Farbe abbilden. Und dann schließen wir unsere Kamera hinten an die Okularseite an und entwickeln die Bilder. Und das ist dann das nächste Erlebnis, was man hier haben kann. Wenn plötzlich aus einem graublassen Ring eine grüne Farbscheibe wird. Hier habe ich noch ein besonderes Baby auf dem Arm. Das ist eigentlich der Sucher für dieses große Teleskop da oben. Brauchen wir nicht, weil es mit Computer bedient wird. Und das repräsentiert gleichzeitig die andere Sorte Teleskope, die jeder so kennt. Da ist vorne eine Linse drin und hinten eine Linse und da guckt man durch. Sowas nennt man Refraktor. Das ist das, was der normale Mensch mit einem Teleskop erstmal assoziiert. Kein Spiegel drin. Trotzdem kann man damit natürlich auch kein Infrarot sehen, weil das Glas das Infrarote auch wegfiltert. Hinter dieser Säule verbirgt sich übrigens eine große massive Betonstruktur, auf der das Teleskop da oben steht. Die ist nicht mit dem Turm verbunden. Das heißt, wenn wir hier unten tanzen, wackelt nichts dort oben. Eine Säule extra und das Gebäude auch extra aufgebaut.
Also die Lichter am Himmel, die man nachts sehen kann, das sind natürlich die Sterne. Und es gibt aber auch ein paar Planeten, das ist immer interessant zu sehen. Der allergrößte zum Beispiel ist dabei, der Jupiter. Dann der zweitgrößte, der Saturn. Und als dritter noch, last not least, der Mars. Wenn man ein kleines Teleskop hat, zum Beispiel jetzt ein Kaufhausteleskop, das reicht dann auch aus, dann kann man schon mit einem einfachen Teleskop die Ringe des Saturn sehen. Beim Jupiter wird man die vier größten Monde sehen. Und wenn man das jeden Abend oder jede Nacht beobachtet, sieht man, dass sich die Monde die Position verändern. So hat auch Galileo Galilei damals das gesehen und erkannt, dass es noch andere Systeme gibt, wo Gestirne sich um ein größeres Gestirn drehen. Beim Mars, der hat zwei kleine Monde, die wird man nicht sehen, da braucht man ein sehr gutes Teleskop. Dann ist natürlich noch der Mond, der schon fast voll ist und der dann, wenn er voll ist, die ganze Nacht zu sehen ist. Das ist dann immer ein Übel, weil der doch sehr viel Licht an den Himmel bringt. Eine Art von Lichtverschmutzung, wenn man so will. Den Mond zu beobachten, das lohnt eigentlich, wenn man ihn halb oder viertel sieht und dann immer die Grenze zwischen Licht und Schatten, wir sagen da den Terminator. Und dann kommt es manchmal vor, dass man am Himmel einen sehr hellen Punkt sieht. Mir ist das schon mal so gegangen. Ich kam gerade aus der Haustür raus und mein erster Blick geht in den Himmel, wenn es dunkel ist. Und dann sehe ich, oh ja, sehr schöner Sternenhimmel. Und dann gucke ich natürlich hoch und dann plötzlich sah ich einen sehr hellen Punkt und er wanderte ungefähr in diesem Tempo über den Himmel und ist eigentlich auffallend hell. Und mir war natürlich gleich klar, das ist die internationale Raumstation, die ISS. Und wenn man sich da sicher sein will, es gibt eigentlich keinen Punkt, der so hell ist und über den Himmel wandert. Und wenn man sich noch ganz sicher sein will, müsste man noch mal feststellen, in welche Richtung habe ich geguckt. Denn die ISS kommt aus dem Westen, geht hoch in den Süden und dann runter nach Osten. Und so kann man eigentlich ziemlich sicher sein, dass man die internationale Raumstation gesehen hat. Auf einer bestimmten Seite, die jetzt gleich eingeblendet wird, kann man sich das mal angucken. Da kriegt man einfach die Daten zugeschickt, zu welcher Zeit die ISS am Himmel zu sehen sein wird und wie oft. Da kann es durchaus sein, dass man sie in einer Nacht dreimal sehen kann. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Astronomie meinem Vater nicht in die Wiege gelegt war. Er hat sich für Elektrotechnik entschieden, weil sein grundsätzliches Interesse allem galt, was Wellen sind. Ob das nur Radar oder Licht oder Infrarot war, das war ihm wichtig. Und auch die Verknüpfung dieser Wellen, das war sein Leben lang sein Anliegen, dass das gemeinsam gemacht wurde, nicht die eine Sensorik für sich alleine, so wie Radar jahrzehntelang nur, sondern dass es immer miteinander verknüpft wurde. Und die Astronomie, das war eine relativ späte Liebe bei ihm. Also ich habe schon meinen Abi-Abschlussarbeit über Astronomie gemacht, da hat er noch nicht davon geredet. Und dann war er aber davon überzeugt, dass Astronomie etwas so Wichtiges ist, dass es in der Schule bei uns zu kurz kommt. Und deshalb hat er, als er dann hierher umzog und seine große Firma in Heidelberg verkauft hat, von dem Erlös das Planetarium gegründet. Weil er meinte, es muss was getan werden für die Volksbildung. Ihr habt euch jetzt genug in den Kopf gepackt, wenn ihr hier was nicht begriffen habt oder wenn die Zahlen euch unheimlich sind. Mir waren die Zahlen früher auch mal unheimlich, Mathematik und sowas. Was man sich nicht vorstellen kann, da muss man sich einfach mit abfinden. Es ist nun mal 1 Milliarde Kilometer bis zum Saturn. Auch wenn wir nicht wissen, wie wir da hinkommen sollen, die 1 Milliarde Kilometer bleibt. Jungs, setzt euch an, baut uns in die Raketen. Und dann habe ich mich bemüht, das weiterzuführen, aber alleine konnte ich das natürlich nicht, als er 95 starb. Und hatte das Glück, dass ich an die Fachhochschule geriet und somit ich es dann als Schenkung an die Fachhochschule übertragen konnte. Und jetzt sage ich immer, er wird sicher von oben runter gucken und sich freuen, dass es weiter in seinem Sinne geht und es vor allen Dingen mit den so guten
Referenten, also hier unsere beiden haben Sie ja kennengelernt, die sind ja super, nicht? Dass mit solchen Leuten das also auch wirklich unters Volk gebracht wird und neue Freunde der Astronomie auf diese Weise gefunden werden. Also für mein Gefühl sind die Sternfreunde wirklich das Herz dieses ganzen Betriebes, weil durch sie immer wieder neue junge Leute dazukommen und Interessen geweckt werden. Und wenn dann hier jemand so ins Planetarium kommt mit den Eltern erstmal und dann werden Impulse gegeben und dieser Kreis ist immer wieder gewachsen, immer mehr gewachsen. Und als wir jetzt den Astronomietag hatten, da waren auch eine ganze Menge hier, nicht? Da waren hier 9 Vorstellungen. Und jetzt mit den neuen digitalen Medien ist das natürlich auch toll, um die Leute ranzuführen, die heute schon so ein bisschen sehr geprägt sind durch viele bunte, bewegte, wechselnde Bilder. Das finde ich schon ganz gut, wo auch mancher sagt vielleicht, oh Gott, nee, das ist nicht wissenschaftlich genug. Aber das muss man so als Schubser haben. Und dann kommt die Wissenschaft schon. Also wir haben 2 feste Tage, Dienstag und Freitag. Der Dienstag ist so strukturiert, dass wir am Nachmittag ab 16 Uhr Kinderprogramm bringen. Und das können sein Filme, speziell für Kinder, auch unterschiedliche Altersgruppen oder eben direkt live, dass wir Astronomie für Kinder machen. Und der Dienstagabend, das sind dann Sachvorträge. Ja, und dann bleibt noch der Freitagabend, da wolltest du jetzt was zu sagen. Ja, freitags läuten wir das Wochenende hier ein und bringen Unterhaltungsprogramm zum Großen. Natürlich nicht nur Unterhaltungsprogramm, sondern immer mit irgendeiner Information dabei. Sie sehen in unserem Schaukasten, was so im Laufe der Zeit angeboten wird. Das reicht wirklich von einer astronomiebezogenen Reise zu Milliarden Sonnen, über eine Darstellung von mathematischen Formeln im Chaos and Order, über Lichtmond, so eine Art Discoabend, bis zu Pink Floyd-Shows, wo wirklich zu der Musik von Pink Floyd einfach Bilder gezeigt werden, die man dann genießen kann. Aber der Großteil, muss man sagen, sind eben Gruppen, die kommen, Schulklassen, auch Erwachsenengruppen, alten Gruppen, die dann zu unmöglichsten Zeiten auch am Wochenende, das Planetarium mieten und wo wir dann eben, je nachdem, eine Show machen oder eben auch was über Astronomie richtig erzählen. Das ist eigentlich der Großteil. Zudem gibt es Veranstaltungen, zum Beispiel für Geburtstagsfeiern. Und das ist dann schon mal sehr anrührend, wenn man einem 80-jährigen Menschen zeigt, wie an seinem Geburtstage die Sterne gestanden haben. Haben wir auch schon gemacht. Oder Veranstaltungen für Firmen, die ihre Jubiläen an diesen etwas eigenartigen Ort legen und sich dann mal nicht nur mit Bilanzen, sondern mal mit richtigen Milliarden beschäftigen. Ich habe ein sehr bewegendes Erlebnis gehabt mit einem jungen Pärchen. Da hat der Mann seine zukünftige Frau überrascht, indem er die Freundesgruppe, den engeren Freundeskreis hier eingeladen hat und seine Frau dazu, seine zukünftige. Und ich hatte dann angefangen mit dem Programm und wusste dann, wo ich aufhören sollte, um ihm das Wort zu geben. Und er sagte dann zu ihr und zu den Freunden, weswegen wir hier sind. Und da hatte die Frau natürlich schon geahnt, um was es geht. Und die Tränen waren natürlich schon zu sehen. Und das war sehr nett und sehr bewegend. Ja. Also, wir sind für alles zu haben. Wiedersehen. Das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Sendung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und mein Kaffee ist schon wieder leer. Ich müsste mir mal wieder einen neuen holen. Obwohl, Mist, Merko, wie kommen wir eigentlich wieder auf die Erde? Tada! Scotty, beam uns runter! Das war's! Das war wieder klar, die Tüte klar. Lecker! Willkommen zu einer neuen Sendung von Flensburg Aktuell. Ich sag sonst immer Moin Moin. Das geht doch gar nicht.
Moin Moin zu einer neuen Sendung von Flensburg Aktuell. Wir haben heute folgende Themen für euch, und zwar waren wir in Waldsbüll auf dem und haben die Band Saltatio Mortis interviewt und, stimmt irgendwas nicht? Oh, das ist noch auf der Erde. Die haben uns auf den Mond geschossen. Wie kommen wir eigentlich wieder auf die Erde? Mit unserem... Wo sind wir denn hier? Ja, auf dem Mond. Ich weiß nicht, wie wir hier hingekommen sind, aber ich... Ja. Wo ist denn unser Sofa? Ey, das war jetzt scheiße. Das war jetzt absolut kacke.